Cloud und Aerith sind wohl noch nicht bereit zu sesshaft werden. Beleidigt schlägt das Haus ihnen die Tür vor der Nase zu. Kannst du mal Mitleid haben? So ein Angriff ist schwer zu verkraften. Bleibt nichts anderes übrig, leider. Mann! Ey! Für'n Arsch. Ich nehme an, ich hab mich da gerade verhört! Nee, Timo, das war schon richtig. Mach dein Arsch zu, mach dir aus meiner Leitung raus, du Dumme. Kein Tod, Mann! Schade! Wo sind? Ich hoffe, Aerith. Mann, dieser Angriff hat ja die ganze Arena wackeln damit klar. Scheiße, er hat kein Eis. Ich habe eh keine MP mehr. Du riskierst aus der Mitte raus. Das ist nicht gut. Ein schwerer Schock für all die Aerith-Fans in der Arena. Ja, genau. Hau mich nochmal. Danke.
angeschlagen. Endlich, Mann. Dankeschön. Geschafft! Ja. Ah, war so ein fieser Kampf, ey. Der Corneo Cup! Geht an! Los und Eris! Ha! Mein Sieg! Hast du gesehen, wie er gesprungen ist? Was für ein Abschluss! Dieser Mann. Ungewöhnlich, dass dich jemand fasziniert. Gefällt er dir? Oh Mann, ich fall doch gerade nach. Aber ey, guck mal, wie knapp das war. Ich gedacht, er holt uns noch kurz vor Ende. Oh. Auf die Hose rumgesaut, egal. Danke, Timo. Danke, Koala. Auf jeden Fall, Kirito. Das war schon ziemlich gut mit dem Tipp. Da seid ihr ja. Hätte ich nicht drauf geachtet, glaub mir. Ich soll euch eine Nachricht von Madame M überbringen. Gut gemacht. Kommt bei Gelegenheit in meinem Salon vorbei, lässt sie ausrichten. Übrigens, hättet ihr Interesse daran, demnächst wieder im Kolosseum zu kämpfen? So große Turniere wie das von heute sind selten, aber kleinere Kämpfe gibt es ständig. Okay. Herzlichen Glückwunsch! Der heutige Corneo Cup wird wieder in die Geschichte eingehen. Kann ich mal mit jedem sprechen, oder? Nee. Ich glaub, ich hab mir vor Aufregung in die Hose. Beim Zuschauen habe ich glatt Lust bekommen, auch mal anzutreten. Ja, du siehst auch aus wie eine Kämpferin. Wer hat behauptet, dass Frauen keine Chance hätten? Endlich sind wir auch mal Champion. Ah, dass wir so mega verletzt rausgehen, hätte ich auch nicht gedacht. Herzlichen Glückwunsch zum Turniersieg. Wirklich beeindruckend. Am liebsten wäre mir ja, wenn du meinen kleinen Johnny unter deine Fittiche nimmst und ihm ein bisschen was beibringst. Du weißt schon, Stahl schärft Stahl. Und am Ende seid ihr echte, ebenbürtige Freunde fürs Leben. Sehr gut, Claudia. Muss mal eben gucken, wo ich mich heilen kann. Wir gehen einfach mal der Quest jetzt nach. Hier war nur Essen, ne? Ja. Da wären wir noch geheilt. Echt witzig. Ah, ihr seid's. Wenn man so nebenbei drauf kommt, habe ich vorbereitet. Aber vorher würde ich kurz noch gern was klären. Hab gehört, dass du dieser Alleskönner bist. Also dafür, dass du dich einen Alleskönner nennst, hast du in Sektor 5 ja nicht viel zustande gebracht, mein Freund. Im Leben gibt's nichts geschenkt, Kinder.
Was wir täglich tun, bestimmt letztendlich unseren Wert. Also, was das Kleid betrifft, werde ich sehen, was sich machen lässt. Aber Zeit ist Geld. Genug geplaudert. Das Kleid ist eine Leihgabe. Damit dürft ihr den Wallmarkt nicht verlassen. Seid ihr soweit? Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Gut Ding will bekanntlich Weile haben. Das gilt beim Ankleiden ganz besonders. Mal sehen. Was machen wir mit dir in der Zwischenzeit? In weiblicher Begleitung muss man sich oftmals zurückhalten, nicht? Wie wär's, wenn du dich etwas amüsierst? Scheinst dich ja bei uns schon ganz gut eingelebt zu haben. Jetzt guck doch nicht so. Es erwartet hier keiner, dass du dich ganz alleine verlustierst. Aber die Details regelt ihr Männer besser selbst. Ich habe Sam bereits Bescheid gesagt. Darum habe ich nie gebeten. Jetzt sei doch nicht so ein Hasenfuß. Das ist eine einmalige Chance. Sieh zu, dass du endlich ein richtiger Mann wirst und diese Memme zu Grabe trägst. Also dann, folge mir bitte, Aris. Wie das Kleid wohl aussieht? Bin mal gespannt. Mit einem Kleid allein ist es nicht getan. Nein, nein. Dein dilettantisches Make-up und die Frisur werden wir auch einer Frischzellenkur unterziehen. Wow! Gut, Cloud. Bis später. Es wird nicht gespannt. Das ist schon ganz gut, Kirito. So, also ich soll jetzt ein bisschen Zeit vertreiben gehen. Heilen wäre toll. Den ganzen Tag nichts außer Arbeit. Machen wir einen Abstecher ins Nachtleben? Ich weiß nicht. Ein oder zwei Gläschen schaffen. Ja? Ich bringe die Stadt doch garantiert um einen ganzen Haufen Geld. Hä? In dem Laden war das okay. Frischer Honig, Knödel, Leute, die zerfließen euch im Mund. Mega süß und was mega lecker. Prächtige Blumen. Ich hab schon wieder den ganzen Blumen. Ja, Schätzchen, dein einsamer Kaufer ist wieder da. Ach nö, jetzt hab ich die gleiche Platte nochmal gekauft. Willst du die haben? Wenn du möchtest, schenke ich sie dir. Dankeschön. Ich glaube, ich habe zu viel getrunken. Der kühle Nacht wird für dich. Bis dann der Endboss war, okay. Also, das war schon jetzt, boah. Der war ja schon in den Teilen davor, also war er ja schon ziemlich hart, ne, der Gegner. Komm ich denn da hin? Gratuliere, Champ. Madame M. hat mir alles erzählt. Wo hast du denn deine Freundin gelassen? Ins Kolosseum schleppst du sie mit, aber abends darf sie sich nicht mit dir vergnügen. Hä? So wie du aussiehst, hat dir Madame M. schon tüchtig den Hintern versohlt, was? Du bist stark, das muss ich dir lassen. Aber irgendwie fehlt da noch was. Du hast noch einiges zu lernen. Weißt du, was ich meine? Nutz diese Gelegenheit, um dir einen Ruck zu geben. Entwickle dich weiter, als Mensch und als Mann. Kann nicht schaden, wenn du jemanden hast, den du beschützen willst, oder? In diesem...